An die Bevölkerung ergeht die Aufforderung, während der Evakuierung Ruhe zu bewahren. Ember ist tot. Wir haben sie auf dem Eagle Mountain begraben. Wie hat sie ihm dann ihren Ring gegeben? Das stimmt offensichtlich nicht. Er hat gewusst, wie sie hieß. Oh, denk doch mal nach, Dell. Wer auch immer den Ring geklaut hat, hat Embers Namen gleich mitgehen lassen. Der Name stand doch auf dem Kreuz. Es gibt nur zwei mögliche Antworten. Entweder eure sogenannte Anführerin hat gelogen oder du. Gib mir den Ring und wir vergessen das Ganze. Ich würde diesen Ring niemals hergeben. Pride hat dein Leben gerettet. Lass gut sein. Hirnlose Zombies. Wohlgenährte hirnlose Zombies. Was soll das sein? Suppe. Schmeckt genau wie bei Mama früher. Gar nicht. Iss sie auf. Du brauchst alle Energie, die du kriegen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Die sieht so eklig aus. Aber wenn du dich beschwerst, kriegen wir gar nichts mehr. Warum bringen sie uns nicht einfach um? Dann sind sie uns los, anstatt uns zu quälen. Vielleicht versuchen sie uns umzubringen. Vielleicht ist sie vergiftet. Also, ich weiß nicht, worüber ihr euch beschwert. Sie ist doch köstlich. Andererseits kocht sonst Alice für mich, also... Ach, sehr witzig. Na, macht schon. Lacht. Nach zwei Wochen mit diesem Fraß lacht ihr nicht mehr. May! Du weißt, dass ich recht hab. Wir können nicht für immer ihre Sklaven bleiben. Für wen wollt ihr Helden spielen? Wem wollt ihr denn was beweisen? Willst du dich etwa lieber kampflos schlagen lassen? Wir sind schon geschlagen, Alice. Blickst du das nicht? May hat recht. Wie sollen wir denn kämpfen, wenn wir zu schwach sind, uns zu wehren? Wir müssen den Chosen nachgeben, das wäre das Beste. Celine, wir dürfen nicht aufgeben. Wir geben doch nicht auf. Wir spielen ihnen was vor. Dann spiel du ihnen was vor. Ich verhungere lieber. Ihr habt nach mir gefragt, verehrte Mutter? Ich will Brady. Sie kann nicht ohne ihre Mutter sein. Bringen Sie sofort zu mir. Meinen Anweisungen zufolge darf ich... Ich bin die verehrte Mutter und ich will mein Kind sehen, und zwar jetzt sofort! Der Guardian verbietet es. Ihr habt euer Essen nicht angerührt. Es ist Suts Wille, dass ich faste. Er will mich prüfen. Wenn ich versage, dann werde ich für immer hier gefangen gehalten. Sie bringen das Essen her? Aber wieso lassen Sie euch nicht einfach in Ruhe? Was wäre das für eine Prüfung? Ich bin dafür, dass wir ihm eine Chance geben. Wir haben nichts zu verlieren. Und was ist mit dem Ring? Hast du vielleicht einen besseren Vorschlag? Ray hat recht. Ich traue diesem Typen nicht. Und dieses Wir leben mit der Naturgetue kann ich sowieso nicht leiden. Was hältst du davon, Dell? Tut mir leid, Bray, aber ich sehe das wie Lex. Was sollen wir sonst gegen die Chosen unternehmen? Abgesehen davon... Was? Das klingt jetzt verrückt. Red schon, was ist denn? Weißt du, seit der Explosion im Observatorium habe ich immer wieder einen Traum gehabt. Das habe ich noch nie einem erzählt. Ein Traum? Ich habe geträumt, dass sie... dass Amber gar nicht gestorben ist. Ich habe ja gesagt, es klingt verrückt. Jedenfalls, als Pride anfing, von Eagle zu reden... Die geborene Anführerin. Was? Naja, das hat Pride über sie gesagt. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher. Dieser Traum war so... so real. Also, Dell, wenn du mich fragst, es wird Zeit, dass du aufwachst. Wir müssten nicht weit gehen, um rauszufinden, ob Amber noch lebt. Das Lager von Pride ist weit weg von hier. Aber Eagle Mountain nicht. Das ist nicht dein Ernst. Du willst in ihr Grab sehen? Sag mal, bist du verrückt? Aber wenn wir nachsehen und das Grab ist leer, haben wir das den Beweis... Das reicht. Ich habe genug gehört. Ich übernachte heute hier und morgen früh gehe ich wieder in die Stadt. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr wollt.
Del, wie kannst du nur so unsensibel sein? Aber merk dir, was ich gesagt habe. Bist du auch sicher, dass das funktioniert? Ja, ich habe das mal im Kino gesehen. Aber du musst unbedingt lächeln. Zuckersüß. Ungefähr so? Vergiss das lieber. Mach's einfach. Bitte, Sir. Ich möchte noch mehr. Mehr? Nur der Guardian kann dir mehr geben. Würden Sie ihn fragen? Ich habe furchtbaren Hunger. Frag ihn selbst. Hey, das kannst du nicht machen. Lass sie sofort los. Ihn nehmen wir auch mit. Hey, das war doch nur ein Witz. Verstehst du keinen Spaß? Alles in Ordnung? Ich habe versucht, mich an Eagle Mountain zu erinnern. Aber ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Es ging alles so schnell. Du warst ohnmächtig. Du bist nicht zu dir gekommen, bis es vorbei war. Bis was vorbei war? Jetzt mach dich doch nicht fertig. Weißt du, der Traum, von dem Del gesprochen hat, den habe ich auch manchmal immer noch. Du meinst, obwohl du mit Danny zusammen warst? Nichts ergibt mir einen Sinn. Sieh es ein, Bray. Amber ist tot. Und weißt du, was passiert, wenn du dir dieselben Hoffnungen machst wie Del? Du machst das Ganze nochmal durch und verlierst sie wieder. Würdest du das verkraften? Ich hab was für dich. Für den Fall, dass, naja... Das Zeichen für Frieden. Der Schlüssel zu meinem Herzen. Diesen Ring, den hab ich von meinem Vater. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. So gut es einem gehen kann, wenn man allmählich verhungert. Was hast du mit Chloe und Casey gemacht? Casey? Ach ja, ich habe sie zum Arbeiten eingeteilt. Sie sind wohlauf. Das hoffe ich, sonst wirst du büßen. Ist das eine Drohung? Das ist eine universelle Wahrheit. Ihr müsst mehr Vertrauen haben, Brüder und Schwestern. Wir sind nicht deine Brüder und Schwestern. Das kann korrigiert werden. Genauso wie die Nahrungssituation. Leider haben wir nicht genügend Essen, um alle satt zu bekommen. Also haben die den Vorrang, die zu uns gehören. Du verschwendest deine Zeit, Guardian. Ihr seid die Einzigen, die hier Zeit verschwenden, während ihr euch schon im Lichte Sud sonnen könntet. Heute werden wir in einer feierlichen Zeremonie der Stadt Dank sagen. Wer will teilnehmen? Was genau beinhaltet diese Zeremonie? Anrufungen. Nichts weiter. Ihr bekommt eine Einführung. Wenn wir mitmachen, gehören wir dann automatisch dazu? Du hast die Wahl. Öffne so dein Herz und er wird dich führen. Ich will es tun. Ich auch. Ihr braucht nicht so schüchtern zu sein. Unterschreibt einen Mitgliedsvertrag für 6 Monate. Ihr müsst doch nicht gleich bezahlen. Die hier sind essbar. Aber diese Beeren hier sind giftig. Ich wollte mich entschuldigen. Das mit dem Ring hat mich erschüttert. Ich habe die Wahrheit gesagt. Willst du mir verraten, wie ihr eure Freunde retten wollt? Wir können die Chosen nicht angreifen. Wir bilden eine Widerstandsorganisation im Untergrund. Das Angebot steht noch, Pride. Wieso machst du nicht mit? Hat jemand Del gesehen? Ich dachte, er wäre bei dir. Vielleicht hat er sich hier verlaufen. Del? Del verläuft sich nicht. Oh nein. Del! Hier sind wir! Das kannst du dir sparen. Ich weiß, wo er ist.
Trudy hat so viel zu futtern, das kann sie unmöglich alles aufessen. Was die aus der Mall gemacht haben. Ich hasse es, Sklave zu sein. Ach nee, ich fange an, es zu genießen. Hey, Chloe. Ich hab mal im Kino einen Donald Duck-Trickfilm gesehen. Weißt du, wie Tick, Trick und Track sich da Essen beschafft haben? Ich mach mir auch um das Baby Sorgen. Aber wenn du zu den Chosen gehst, verrätst du Bray. Nein, das mach ich nicht. Ryan, Bray hat dasselbe gemacht, schon vergessen? Er hat den Guardian glauben lassen, er wäre auf seiner Seite. Und dann hat er zu uns gesagt, dass wir nie aufgeben dürfen. Er hat ihn reingelegt. Und genau das Gleiche werden May und ich auch machen. Und die Anrufung, die ihr machen sollt? Wir tun doch nur so, als ob, Ryan. Hoffen wir, dass Celines Rufe erhört werden. Sie hat ihre Gründe, weswegen sie hingeht. Sie ist nicht die Einzige, die sich verkauft hat. May hat ihre Hand auch ziemlich schnell gehoben. Sie war neu bei den Mallrats und ich verstehe, dass sie Angst um ihr Leben hat. Eine Sekunde mal. Tyson, du sagst doch immer, wir sollen zusammenhalten. Und das müssen wir auch. Das ist es, was der Guardian will. Uns auseinanderbringen. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Es gibt viele Formen des Widerstands. Wir hören dir zu. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Wut in den Griff kriegen. Das lässt den Guardian doch erst richtig aufblühen, dass wir ihn verabscheuen. Es ist wie Nahrung für ihn. Also müssen wir ihn aushungern. Genauso wie er uns aushungert. Was ist denn schon wieder? Ihr habt Besuch, verehrte Mutter. Brady! Oh, Brady, mein Schatz. Mami hat dich schrecklich vermisst. Das muss aber unser Geheimnis bleiben. Warum tust du das? Der Guardian könnte dich sehen. Einige finden es nicht richtig, dass die verehrte Mutter so gefangen gehalten wird. Auch wenn es wahr ist, dass ihr Bray zur Flucht verholfen habt. Wie ist dein Name? Luke. Weißt du, Luke, das ist nicht wahr. Ich wusste nichts von dem Befreiungsplan. Aber eins stimmt. Ich habe gezögert, als ich sofort hätte meine Pflicht tun sollen. Bei der Exekution? Ich bin mit daran schuld, dass Bray entkommen ist. Warum habt ihr gezögert? Bray und ich haben früher etwas füreinander empfunden. Und ich hatte gehofft, ihn doch noch zu gewinnen. Ich verstehe. Meine Süße. Wir müssen gehen, Majestät. Oh, nein, bitte nicht. Lasst sie noch hier. Verehrte Mutter, ihr wisst um das Risiko, das wir eingegangen sind. Sei ein braves Mädchen. Mami ist bald wieder da. Hier. Das wird keinem auffallen. Ich kann nicht. Niemand wird es erfahren. Sud wird es wissen. Er wacht über uns. Und ich werde erst wieder essen, wenn mein Guardian es mir erlaubt. Die Regeln, Amber. Kümmer dich um dich selbst. Lass uns gehen. Sie braucht Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe. Tut mir leid, so ist das eben. Tut mir leid, wirklich. Du musst ohne mich gehen. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Das war mir schon klar. Wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Komm schon, jetzt sei nicht so feige. Lass mich gehen! Lass mich hier raus! Ich halte das nicht mehr aus! Bitte, lass mich raus! Ich will endlich hier raus!
Was ist hier los? Lass mich los! Sei still. Ich will hier raus! Schafft die beiden hier raus. Warte, zeig das her. Was soll das? Was muss ich hier sehen? Guardian. Ich dachte, ihr empfindet Reue. Das stimmt auch. Wieso habt ihr dann gegessen? Ich habe euch keine Erlaubnis gegeben. Ich verstehe nicht. Dann werde ich mich jetzt mal verständlich machen. Ihr müsst rein werden. Wie euer Meister. Überwindet eure Sehnsüchte. Überwindet den Schmerz. Power und Chaos, sagt es. Aber ich habe nichts gegessen, das schwöre ich. Ihr lügt, gebt das zu. Ich will Brady. Lasst mich wenigstens mein Kind sehen. Nicht, bevor ihr bewiesen habt, dass ihr es wert seid. Das werde ich. Was auch immer ich getan habe, bitte vergebt mir. Nur der allmächtige Sud kann euch noch vergeben. Power und Chaos. 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 Hey, Leute. Hey, wie war's? Musstet ihr Sud preisen? Noch nicht, aber sie haben uns erzählt, was wir sagen müssen. Du meinst eure Mantras? Ja, wir haben jetzt Mantras. Und wir bekommen was Warmes zu essen. Was Warmes zu essen? Ellie, nicht. Bray und Del sind gestorben und Jack wurde gefangen, weil sie versucht haben, was zu verändern. Ich kann nicht glauben, dass ihr bereit seid, sie zu verraten. Ja, du hast recht, Ellie. Jack wurde weggebracht und Bray? Bray ist tot. Und Del auch. Heißt das, dass wir ihnen nachfolgen müssen? Glaubst du wirklich, das würden sie wollen? Hey, Casey, alles okay? Auf jeden Fall. Chloe? Das Essen ist da. Wie habt ihr... Man muss zugreifen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Casey, du bist super. Es ist nicht besonders viel. May und ich kriegen auch bald was zu essen, also... Ich werde versuchen, euch allen was davon mitzubringen. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Lass mich in Frieden. Wie meinst du das? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ihr seid auch hier? Wieso? Das würde ich auch gern wissen. Del, ist sie da drin? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Sag's mir einfach, okay? Es ist niemand drin. Das Grab ist vollkommen leer. Ich will wissen, was hier los ist. Jetzt sofort! Ich habe ihre Leiche nie gesehen. Ich hatte zu große Angst. Aber wer hat sie aus dem Feuer gezogen? Lex, warst du das? Ebony, antworte mir. Ich weiß nur noch, dass da viel Qualm war. Totales Durcheinander. Du weißt doch was. Warum ich? Weil du mir gesagt hast, dass sie tot ist. Hast du mir was vorgemacht? Was ist mit Zandra? War das Ganze von euch geplant? Hey, ich verstehe das hier genauso wenig wie du. Aber eins weiß ich ganz sicher. Ich habe Zandra selbst zu Grabe getragen. Und niemand, wirklich niemand, rührt auch nur einen Stein von diesem Grab an, solange ich am Leben bin. Hast du verstanden? Eure Anführerin Eagle hat gesagt, sie wäre wiedergeboren worden. Was hat sie noch gesagt? Sie spricht nur wenig von der Vergangenheit. Sie spricht meistens von der Zukunft, die wir uns aufbauen. Das Leben auf dem Land. Das Leben in Freiheit. Das klingt total nach Amber. Bray, bitte. Wir müssen die Wahrheit rausfinden. Die Wahrheit ist, dass ihr das Leben eurer Freunde aufs Spiel setzt, um eure tote Freundin wiederzufinden. Ein leeres Grab beweist auch gar nichts. Wer von euch weiß, wie es den Mallrats geht? Okay, mal angenommen, wir kommen mit dir zu deinem Stamm. Besteht die Chance, dass eure Anführerin, wer auch immer sie ist, uns helfen würde? Naja, Fremde sind bei meinem Volk nicht immer willkommen. Das ist eine Frage des Überlebens. Ja, wir wissen auch, was Überleben heißt.
Du hast gesehen, wozu die Chosen fähig sind. Du kannst für uns sprechen. Ich werd's versuchen. Das heißt wohl, wir sollen ihm folgen. Allmächtiger Sud, wir haben uns hier in deinem Angesicht versammelt, um dich zu loben und zu preisen. Segne alle, die zum ersten Mal bei uns sind, um deinem Beispiel zu folgen. Wir haben Pride verloren. Wo ist er hingegangen? So finden wir seinen Stamm nie. Es wird bald dunkel sein. Wartet. Hört doch. Also ich höre nur Vögel. Das sind keine Vögel. Wir haben sie gefunden. Die Begrüßung gefällt mir nicht. Ist schon gut. Sie sind mit mir hier. Kommt. Wir haben diese Stadt in deinem Namen zurückerobert. Sie möge als Zeugnis deiner unendlichen Liebe bestehen durch Power und Chaos. Power und Chaos. Alle Macht für Sud. Alle Macht für Sud. Und für den Sieg deiner Auserwählten. So weit sind wir gekommen. Bringen wir es endlich hinter uns. Entschuldigung, bist du Eagle? Ich bin Bray. Wir kommen aus der Stadt. Wir wollen dich um deine Hilfe bitten. Warum hast du sie hergebracht? Oh mein Gott. Amber?